Salut zusammen, ich heiße Andreas und ich möchte euch mit ganz wenigen Hilfsmitteln zeigen, wie man die Natur vor eurer Haustüre entdecken und erforschen kann. Heute setze ich den Schwerpunkt auf Federn. Federn oder das Federkleid der Vögel ist bunt, prächtig und in allen Farben anzutreffen. Wenn wir rausgehen, finden wir fast überall Federn. Die meisten sind zwar nicht wirklich hübsch, weil sie durch die Witterung am Boden zerzaust wurden, aber wenn man Glück hat, dann findet man natürlich ganz schöne Federn. Und wenn ihr einmal Zeit habt, in der Nähe in einen Zoo zu gehen, vielleicht findet ihr irgendwo am Boden auch mal eine ganz spezielle. Zum Beispiel von einem Papagei oder von einem schönen Hühnervogel. Doch seid vorsichtig, ihr dürft nicht in die Gehege und ihr dürft nicht einfach so das Zeug rausnehmen. Also fragt besser. Wenn ihr Federn sammeln geht, könnt ihr mit einer kleinen Chip-Packung ein ganz schöner Sammelbehälter basteln. Dazu müsst ihr nur zwei Löcher bohren und eine Schnur durchziehen und schon habt ihr eine optimale Sammeltasche. Mit Feuerzeug könnt ihr verhindern, dass die Nylonschnur ausfranselt. Voilà, und schon sind die Federn geschützt vor dem Zerdrücken und Ausfranseln. Mit Hilfe des Buches Federn, Spuren und Zeichen kannst du die Vogelfedern bestimmen. Dies ist für mich ein ganz hilfreiches Arbeitsbuch, wie hier die Feder der Elster oder hier die Feder vom Eichelhäher. Thank you.
Um eine Sammlung anzulegen, brauchst du ein Messer, einen Schreiber, einen Maßstab und eine Feder. Zuerst legst du die Feder aufs Blatt und markierst, wo du den Schnitt machen willst für die Befestigung der Feder. In der Regel reichen 2 solche Schnitte. Vergesse nie anzuschreiben, woher du die Feder hast und wann du sie gefunden hast. Wenn du kleine Federn hast, dann kannst du auch Klebetiketten gebrauchen, um die Federn zu fixieren. Mit unserem berühmten Dia-Mikroskop können wir nun die Federn genau beobachten. Wie ein Dia-Mikroskop funktioniert, könnt ihr in der Folge 6 betrachten.